Wir haben jetzt ein Bauarbeiterunternehmen. Geil! Hier, Nadine! Nix kannst du, davon noch mal die Hälfte! Ey, Jungs, stellt mal die Arbeit ein. Arbeitsstopp! Mach das Ding aus! Ich habe Auftrag reinbekommen. Von wem? Das müssen wir an Hans-Peter fragen. Ihr bekommt jetzt einen Platzverweis. Was ist denn der Unterschied zwischen Gleitgel und Spülmittel? Wir sind Hans und Hans-Peter, fahren mit Bobbleball GTA. Hab Emblem in der Hand, gemeinsam ins Feuerland. Weil wir Freunde sind, ja, die besten Freunde sind. Ja. Da ist er, Hans-Peter. Gute. So, Abfahrt. Die Sheriffs sind mir gestern gehörig auf den Sack gegangen. Die Sheriffs? Ja. Kerle, was haben die dann gemacht? Die haben mir 1500 Dollar abgenommen. Ja, geh mir mal hier, quatschen wir mal. Nee. Wir haben da was anderes vorbereitet. Wir haben jetzt ein Bauarbeiterunternehmen. Ja, Bauarbeiterunternehmen, sag bloß. Ja. Geil. Heute Verwaltung hat ein bisschen Probleme mit dem Abwasserrohr. Ja, könntest du denen mal ein Rohr verlegen. Setz mich in den Bagger und ich fang an zu ackern, sag ich immer. Ja. Weißt du was? Du bist heute unser Bauleiter, glaube ich. Bauleiter! Geil! Der Seppel hat immer gesagt, ich werde nie zum Bauleiter schaffen. Seppel, hörst es? Du Arschsau! Ich hab's geschafft! Ah, oh, grüß dich. Das ist der Walter. Der Walter hat nämlich super Auto für uns. Oh, schau mal da. Hast du eine Mühle? Ja, geil. Ah, super. Jetzt müssen wir zu... Wo war denn das? Irgendwo da drüben. Wir gucken mal, wie das läuft. Also mit der Gasleitung. Am Ende des Tages anständiges Fusches, auch handwerkliches Können, wisst ihr? So, erstmal wunderschöne guten Tag, mein Name ist Patzi, ich bin heute Bauleiter hier. Danke. Das ist der Auftrag, wir fangen einfach an, ne? Ja, könnten Sie mich eventuell alles aufklären, was hier Sache ist? Unser Herr Bauleiter, der wird euch schon aufklären. Ja, also, wollen wir mal zur Seite treten, dass wir hier nicht so im Lärm stehen. Kommen Sie mal bitte. Erstmal schöne guten Tag, ich bin der Patze. Ursprünglich komme ich ja ganz woanders her. Ich bin erst aus Frankfurt angereist, ne? Jetzt bin ich hierher gekommen und mit dem Hans-Peter zusammen haben wir uns halt überlegt, wir machen Bauunternehmer auf. Ah ja, und ich habe zum Hans-Peter gesagt, wo ein Wille, da auch ein Weg. Und dann hat er halt die Firma gekauft und ich habe gesagt, für den Preis schiebe ich den Klumpe über den Berg. Und dann haben wir einen Auftrag reinbekommen jetzt hier, welche Gasleitung, dass die hier bei euch durch ist. Da habe ich hier die Rasselbande zusammengetrommelt. Und jetzt machen wir hier die Gasleitung neu. Ich habe ja auch gesagt, ich würde selber mit anpacken, aber ich muss Pause machen. Am Ende des Tages mache ich aber keine Pause, sondern das Werkzeug muss ich ja holen. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Wer hat euch denn den Auftrag ergeben? Das müssen wir gleich mal hier der Hans-Peter fragen. Die Gasleitung hat hier wohl ein Leck. Und da haben wir uns halt gedacht, warte mal ganz kurz. Denkt dran, Männer, wenn's knackt, noch eine Vierteldrehung. Also auf jeden Fall ein Gasleck, sagen Sie. Ja, aber lassen Sie die Jungs mal machen, weil Sie wissen ja, wenn der Kunde mit anfasst, ist so, als wenn zwei andere gleichzeitig loslassen, hä? Ja, das ist richtig, ja. Hier, Nadine! Nix kannst du, davon noch mal die Hälfte! Ey, Jungs, stellt mal die Arbeit ein. Hä? Wartet mal kurz, stellt mal die Arbeit ein. Arbeitsstopp! Mach das Ding aus! Ich hab Ihnen gesagt, Sie dürfen hier nicht mitschaffen. Red mal gleich drüber, der Sheriff ist eh auf dem Weg. Kommt er auf dem Pferd? Ja. Nee, der kommt mit dem Auto. Ich würde sagen, erste Bierpause, oder? Ja, erste Schoppe, auf geht's! Schäme Bange! Hey, sag mal, darf ich dich kurz stören? Was ist los? Kurze Werbeunterbrechung! Werbeunterbrechung? Ja, was hast du für mich? Hier für dich, der Chat-Kulturbeutel! Der Chat-Kulturbeutel? Ja, super! Und was ist da drin? Was da drin ist? Die vierte Generation des Lawnmowers! Ein Trimmer mit hochmodernen Keramikklingen mit Skin-Safe-Technology! Dieses Gerät schneidet schnittfrei! Oder Schweiß... also, naja. Und sobald jedes Härchen sitzt, kommen die Intimpflegeprodukte von Manscaped ins Spiel! Während der heißen Jahreszeit mindestens genauso heiß zu riechen! Oh, das ist ja klasse, das ist ja super. Ich schau noch gut. Weil, falls ihr es noch nicht wusstet, für mich sind gepflegte Klicker mit das Wichtigste. Muss nicht schmecken, muss wirken. Und mit dem enthaltenen Weed Whacker hast du noch einen wasserdichten Ohren- und Nasenhaartrimmer mit dabei. Aber eigentlich hab ich gar keine Nasenhaare. Naja, jetzt hab ich halt welche. Oh, klasse! Ach und Patze, das war noch nicht alles! Denn Manscaped hat dir sogar zwei Geschenke mit ins Package gelegt. Die Manscaped Boxershorts und The Shared Kulturbeutel. Es ist also jetzt an der Zeit, dass du dich um dich selbst kümmerst und dir was Gutes tust. Dankeschön, Manscaped. Mit dem Code PAPFI20 kriegst du jetzt tatsächlich 20% Rabatten. Das ist ganz schön viel. Und gratis Versand, deshalb unbedingt zuschlagen. Link in der Videobeschreibung. Und jetzt weiter mit dem Video. Vorarbeiter einmal mit zu mir jetzt. Jawohl. Achso, ja. Ich bin nur der Bauleiter. So, alle mal ein Bier zappen. Devil! Jo! Komm mal rüber!
Ah ja, klar, gar kein Problem. So, gute Morsche, Patze, ich bin der Bauleiter. Was gibt's dann? Was passiert denn hier? Ja, also, ich habe Auftrag reinbekommen. Im Endeffekt, die Gasleitung hat wohl ein Leck. Wissen Sie? Von wem? Das müssen wir an Hans-Peter fragen. Ich bin jetzt erst 19 Bauleiter der Landworte. Aber ich sag Ihnen, ich habe Erfahrung. Ich habe in meinem Leben schon 2 Jahre lang Baggerausbildung gemacht mit dem Chef und mit dem Seppel. Aber ich bin dann weggegangen. Ruhe. Ich sehe mir nicht, ob Sie mit Bagger im Beruf haben. Wenn Sie hier irgendwie ein Problem mit der Gasleitung haben, ist das A, bei mir anzumelden, was mein Laden ist, weil Sie B, gerade das ganze Department außer Kraft setzen. Haben uns da verstanden? Ja, also jetzt ist der Bode offen. Oder soll ich das DOJ anreiten lassen? Wollen Sie, dass hier ein scheiß Richter steht? Ein Richter? Ja. Ob der das wieder richten kann mit dem Bode, weiß ich nicht. Da muss ich mich erstmal mit dem Team besprechen, okay? Nee, das müssen Sie nicht. Das können wir beide jetzt klären. Sie sind der Bauleiter. Und wenn Sie meine Einfahrt hier zumachen, weil hier irgendwo angeblich ein Gasleck ist, was Ihnen keiner irgendwie gesagt hat, werde ich fuchsen. Naja, den Rest machen wir dann die Tage. So, also, ich habe alles probiert. Hoffentlich erzählen Ihnen nicht, dass das Tor zugeschweißt ist. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. So, Ladies und Gentlemen, da wird jetzt eine Flex geholt, sonst schießt sich das Tor auf. Ich hol mal eine Flex. Und wenn es brennt, war es der Elektriker. Denk dran. Der Hans-Peter, wer auch immer, nimmt erstmal da vorne die eine Barke weg. Sonst schieße ich die weg. Hans-Peter, du sollst parken. Okay, ich parke. Wo denn eigentlich? Da drüber oder? Ja, mach mal nach links da. Also, jo. Mach ich. 12 Sekunden später. Ich weiß mal nicht, was das jetzt gebracht hat. Ja, ich weiß auch nicht. Es war sein Wunsch. Ist jetzt wieder auf, ja? Was ist mit der Barke? Räum ich die jetzt selber weg. Helle Sheriff! Oh Gott! Der macht unsere Absperrung kaputt, die Sau. Ja, lassen Sie zumindest die Zufahrt frei, weil wenn den Leuten irgendwas passiert, dann kann keiner helfen. Jawohl. Hans-Peter, ich brauche den 17-Tonner von Cat mit Hydraulikhammer und Tieflöffel, wenn wir sie richtig aufmache. Kannst du das markieren, wo wir jetzt aufmachen müssen, oder? Ja, er meint hier, die Einfahrt solle mir aufmachen, hat er ja gesagt. Dann sollten wir vielleicht mal die Bernhardte vorstellen. Ja, machen wir. Offiziell machen wir, ja. Ich kann euch allen einen schönen Platzverweis für 24 Stunden ausstellen. Dann wird es hier verdammt unangenehm. Nehmt bitte einfach die letzte Pylone weg. Nehmt euer Auto und fahrt bitte einfach. Da noch eine. Also ich weiß gar nicht, was Sie jetzt alle so unfreundlich sind. Wir hatten hier einen Auftrag. Dann beschweren Sie sich beim Chef und nicht bei mir. Ich mache nur meinen Job. Ja, und der Chef hat eben gerade mit Ihnen gesprochen. Und der zweite Chef steht genau gerade vor Ihnen. Hol mal einen Presslufthammer. Ja. Wo müssen wir jetzt weitermachen? Na, hier die Einfahrt sollen wir freimachen. Wir sollen alles räumen. Nein, ihr fahrt jetzt weg. Endlich Feierabend. Abziehen. Fahren. Bitte einmal die Personalien aufnehmen von allen Personen, die hier sind. Ihr bekommt jetzt alle einen Platzverweis für 24 Stunden. Ihr habt 2 Minuten, euch zu entfernen. Ansonsten nehme ich euch nach hinten in die Zellen und dann rufen wir die Staatsanwaltschaft. Hey, dann gehen wir halt. Zusammenpacke. Hans-Peter, 10-Packe minus 9-Packe ist... Einpacke, ja, danke. Wie sieht's aus? Ein ganzes Feierabend erstmal ein reinorgeln, oder? Ja, das klingt fürs Erste logisch, ja, doch. Ich würde noch mal ein bisschen Ausfahrt machen, aber dann können wir uns einen reinorgeln. So, guck mal, hier rechts bei dem kriegst du deinen Michi. Ah, super. Du, Hans-Peter, dann ich würde erstmal ein bisschen fahren, Kopf frei kriechen und dann melde ich mich bei dir, jo? Mach das. Da ist er, der Michi. Aufmache, Fahrzeug aufgeschlossen. Du. Fahren wir weiter. Später. Wie der Sprit ist alle. Das geht? Das wusste ich ja gar nicht. Guck ich erstmal an. Hallo? Ja. Hi, gute, wie ist der Patze? Also, ich habe jetzt rausgefunden, dass mein Moped nicht mit Freundschaft fährt. Der Sprit ist alle, ich stehe mitten auf der Gas, was mache ich? Uns anrufen. Geil. Oder kommt auf an, wo du bist, ne? Du kannst auch zu einer Tankstelle laufen, die verkaufen Tankkanister. Ich probier's mal und sonst rufe ich dich noch mal an, alles klar. Genau, mit wem spreche ich denn? Mit Hunter. Hunter, okay, Hunter, dann rufe ich dich gleich noch mal an, jo. Jo, wie mache ich das jetzt? So, ich hoffe, die sind jetzt voll. So, wie mache ich das jetzt? Inventar. Notizzettel. Sehr geehrter Herr Patzi, hiermit beauftragen wir Ihre Firma Baggermann zur Sanierung eines Wasserrohrbruchs am Postcode 912 in Paletto Bay. Messungen haben ergeben, dass der Rohrbruch auf der Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Sheriff Departments... LOL. Danke. Das ist der Auftrag. Okay, das wusste ich legit nicht, Chat. Ja, ich fahr da jetzt hin. Gute, sagen Sie mal, können Sie mal kurz herkommen, bitte? Hi, gute Wie, grüß dich. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern können, aber wir haben hier vorhin welche Gasleck, ne? Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe sie jetzt gefunden, die Genehmigung. Was für eine Genehmigung, denn? Soll ich Ihnen das zeigen? Meier, ich muss hier was kontrollieren. Sie sind Handwerker, oder? Ich bin der Patze, ja. Ich bin, also eigentlich machen wir Gaswasserscheiße überwiegend. Pass mal auf, Patze. Hey, hör mir. Ich habe ein Leck in meiner Toilette. Irgendwas stimmt da nicht. Das verstopft die ganze Zeit. Ja, das kann ich Ihnen beheben. Wirklich? Ja. Gibt es eine Nummer von deinem Geschäft, wo du denn arbeitest? Also ich sage mal so, überwiegend arbeite ich nach Feierabend, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Orange. Ich kann Ihnen meine Nummer geben, wenn Sie wollen. Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Nummer. Ich bin übrigens die Martinez. Martinez, grüß dich. Ich bin der Patze Bagelmann, ja. Freut mich sehr. Also, ja. Ist die warte Eins. Warte mal. Handwege Panzi. Ja. Lieber ein wackeliger Stammtisch als ein fester Arbeitsplatz, wissen Sie? Du siehst es aus, ja. So, ich bin bereit für Ihre Nummer. So, 193. 193. 697. 69 Zwiebel. Zwiebel, genau, ja. Was für eine Zahl ist denn? Sieben. Die Sieben. Sieben. Ja, pass, ich klinge es immer kurz an, dass ich auch meine Nummer habe, ja? Falls ich das vergesse, dass ich mich mal dran erinnere. Also, Sie haben mir die falsche Nummer gegeben. Dann machen wir es nochmal. 193. Ja? 617. Ach, da war eine Eins. Ja, hallo, hier ist der Patze. Hallo, hier ist die Frau Martinez vom SD. Wer ist da? Martinez vom SD. Ich stehe vor Ihnen. Hier, hallo. Wo stehen Sie? Ich bin gerade nicht im Dienst. Hier, vor Ihnen stehe ich. Ich bin die mit dem braunen Haar mit dem Telefon in der Hand. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Hilfe bei meinem Klo. Beim Klo? Ja. Was ist denn da passiert? Das verstopft ihn ja schon. Da muss man jemand drüber kommen. Ah ja, Gas, Wasser, Scheiße, das machen wir. Ah ja, gar kein Problem, wann soll ich denn vorbeikommen? Ja, Patze, ich rufe Sie gleich nochmal an, wenn ich außerhalb des Dienstes bin, ja? Alles klar, machen wir so. Wunderbar. Okay. Herr Patze, ich melde mich dann nochmal bei Ihnen, ja? Ja, also, 193. Ja. 179. Nee, 193. Ja? Und weiter. 193. Ja, sie. 617. Der 617, ja, ich hab den Nummer. Ich hab den, Herr Patsch. Ja, dann rufen Sie mich einfach an, wenn Sie was brauchen, ne? Super, gut, dann. Und dann bis später. Dann ja? Bis später. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier reinfahre? Also, dass es jetzt First Try klappt, hätte ich nicht gedacht. Komme ich hier jetzt wieder raus? Ja, bitte, Herr Patsche. Hi, Gute, Frau Martinez. Ich hätte da ein Problem. Ich habe vielleicht auf dem Weg zurück die Kontrolle verloren. Nenn mir das Kind beim Namen. Ich bin in der Militärbasis und ich komme nicht mehr raus. Herr Patsche, wo genau befinden Sie sich? Da ist also ist quasi wie ein Flughafen, nur anders. Ach. Sind Sie bei Shangudo? Ich weiß nicht, aber es ist ein militärisches Gebiet, glaube ich. Sind Sie irre? Das ist unser Schießtrainingslager. Ach so. Ja, und wo ist hier der Ausgang? Ich komme nicht mehr raus. Herr Patsche, es kommen jetzt welche, die helfen Ihnen. Alles klar, danke. Alles klar. Super. Bis gleich. Adios. Gute. Ich schwöre, es war ein Versehen. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe gerade ganz große Lust, Sie hier über die Straße nach draußen zu schleifen. Wie kommt man hier überhaupt rein, ohne Schlüssel zu haben für die Türen? Das wusste ich bis dato auch nicht. Aber ich habe es mal wieder geschafft. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es gar nicht. Begleiten Sie jetzt nach draußen? Ja. Ich war froh. Ist eigentlich dein Moped noch original? Ist original, ja. Na komm, wir fahren mal kurz in die Werkstatt. Hi, gerne. Fahr vor. Ist das deine Werkstatt oder was, Hans-Peter? Genau, das ist meine Werkstatt. Wir gucken mal ein bisschen, gucken wir mal im Teilekatalog, was da geht. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen an der Leistung drehen. Ja, andere Einspritzdüsen. Warte, ich hol dir das mal aus. Ich glaube, so können wir besser weiterfahren. Danke dir, mein Lieber. Alles gib klar, Gas, mein Lieber. Hier, sag mal, willst du was Spaßiges machen? Ja. Aha, Hans-Peter, Jimmy! Oh. Geil. Bist du jetzt über die Große gesprungen? Ich bin über die Große gesprungen. Respekt. Von nix kommt nix. Gut, Hans-Peter, weiter geht's. Heute kein Tod. Du gestern drei. Oh. Nein. Oh mein Gott. Scheiße! Hans-Peter! Hans-Peter! Patzi! Oh, Hans-Peter! Oh, mich hat's komplett ab vom Weg gehauen. Ach du Scheiße, das ist ein großer Fleck an der Wand. Ob wir da jetzt noch einen erreichen? Hallo, ich habe hier einen Schwerverletzten nördlich von der 669. Der liegt in einem Garten. Der ist gegen die Wand geklatscht. Jo, ich komme auf die Straße vorher. Bis gleich. Patzi, das überlebst du. Ja, alles gut.
gut. Ich guck mal, ob ich die Medics hier irgendwie reinkrieg. Alles klar. Die läuft hier noch. Das hört sich auch gar nicht gut an, das Ding. Und hier liegt er. Oh Gott. So, wie geht's dir? Skala von 1 bis 10. Mein Oberschenkel. Oberschenkel ist schlecht. Naja. So, zeig ich mal her. Besser hätte der Oberschenkel gebrochen als der Hals. Oh, nicht so doll. So, ich schieb. So, kannst du mal mit ansacken, dass wir den Richtung RTW kriegen? Warte. Und hopp. Och, den Jungen. Ja, hopp. Geh mal darüber. So. Wir hieven dich mal hinten rein und dann sag so, hab's ja auch gemacht. So. Hoppala. Und? Aber was hast du? Das ist ganz schön schwer. Mein Junge, das war keine gute Idee, wa? Das war keine gute Idee. Aber so geht's ja erstmal. Mit Umständen. Den Umständen entsprechend geht's mir scheiße. Das krieg mal hin. Ich schieb dich da in die Röhre, beziehungsweise ins Röhrchen, dann guck ich mir das mal an, ne? So. Hief dich mal hier raus. Jawohl. Eins, zwei. Zack. Soll ich hier mit anpacken? Ja, schieb's mal mit hinten dran und so. Dann probieren wir mit dem Hintern so ein bisschen rüber zu rutschen von der Trage hier auf. Jo. Jetzt mal still liegen bleiben und dann geht's los. Ich bleib liegen. Näher schrecken, das Ding fährt jetzt einmal über dich drüber. So, dann guck ich mal, die Bilder sind drin an und dann... Das sind bestimmt schöne Bilder geworden. Sag also, wo man es von Gleitgel hatte. Was ist denn der Unterschied zwischen Gleitgel und Spülmittel? Das Schaum. Das eine fettet die Spalte, das andere spaltet die Fette. Okay, sein Humor hat er zum Beispiel noch nicht verloren, das ist gut. So, das haben wir. Oha. So, also ich werde ja nichts sagen. Scheiße. Ich sag's mal vorher raus, dein Oberschenkel ist für den Arsch grad. Scheiße! Es ist nicht komplett durchgebrochen, aber es ist auf jeden Fall derbe angeknackt. Du musst das Ding jetzt definitiv ruhig halten. Ich mach dir jetzt hier eine Schienung drum. Ich würde es jetzt nicht unbedingt belasten. Versuch jetzt heute Abend, wenn du dich durch die Gegend bewegst, elegant, mit dem Krückstock. Ja, ich kann's leicht belasten. Jutti, dann entspannst du das Ding so ein bisschen. Mach ich, Chef. Alles Gute. Ich wünsch dir was, ne? Wir sehen uns. Mach's gut, auf bald. Ciao. Meine Freunde sind ja die beste Freunde. Yeah.